Das heutige Projekt sieht so hier aus und war ein Auftrag meines großen Sohnes. Und wenn euch interessiert, wie das Ganze entstanden ist, dann schaut das Video an. Als erstes habe ich mir hier aus 3 mm Buchensperrholz eine Grundplatte gesägt, 32 x 32 cm, wobei Grundplatte eigentlich der falsche Begriff ist, denn das Ganze werden die beiden Seitenteile. Die sollen 32 cm hoch sein und beide 18 cm an der breitesten Stelle breit. Dadurch, dass ich die aber hier quasi gegenüber ausschneiden kann aus dem Ganzen, reicht mir die Breite von 32 cm. Als erstes zeichne ich mir die beiden Seitenwände jetzt auf die Platte auf. So, und jetzt könnt ihr hier so L-förmig die beiden Seitenteile sehen. Einmal das auf der Seite und einmal hier auf das auf der Seite. Und diese Ecke hier unten gehört halt dazu. Und jetzt möchte ich das Ganze aber noch abrunden. Das heißt, hier möchte ich eine Rundung reinhaben und hier. Und da suche ich mir jetzt mal irgendwas, was vom Radius her passen könnte. Zum Beispiel so ein 3,5 cm Durchmesser Holzstopfen. Und den lege ich mir jetzt hier an und mache das Ganze rund. Und jetzt säge ich das Ganze mit der Stichsäge aus. Und damit habe ich jetzt die mehr oder weniger deckungsgleichen Seitenteile. Die schleife ich jetzt alle noch schön einheitlich. Und dann kann es mit dem nächsten Schritt weitergehen. Nämlich die Planung der Zwischenebene, wo das Ganze genau sein soll. Das heißt, hier ist die unterste Zwischenebene. Hier unten soll ein Fach, ein tiefes Fach bzw. ein Kasten rein. Und das wird sich halt dann in dieser Höhe hier erstrecken. Und hier oben soll aber ein kleiner Überstand sein, also so hier. Und das sind, glaube ich, 4,5 cm, die ich jetzt hier unten quasi Platz lasse, bevor dann dieser Zwischenboden kommt. Das ist jetzt hier die Unterkante des Bodens. Das heißt, der Boden wird dann so hier verbunden sein, dass ich hier unten dann noch diese 4,5 cm habe. Und dann kommen hier oben drei Fächer rein, die so schräg sein sollen, denn da drin sollen ja Stifte gelagert werden können. Und das heißt, hier wird es drei solche Fächer geben und die werden vorne jeweils eine Höhe von 6 cm haben. Hier wird der erste Boden im 45-Grad-Winkel nach hinten gehen und der nächste wird dann 6 cm weiter unten sein und der nächste wieder 6 cm, also dann bei 12 cm. Und jetzt kann ich die 45 Grad ja jeweils abtragen. So, jetzt habe ich die beiden Seitenteile und plane erstmal den Zusammenbau. Dafür habe ich mir hier die Rückwand zugeschnitten und die würde ich gerne jetzt recht stabil mit den Seitenwänden verbinden, das heißt, das Ganze einfach nur zu leimen bei 3 mm Stärke. Das wird wahrscheinlich nicht lange halten und irgendwie tackern und nageln, was auch immer, ist bei 3 mm auch alles etwas kompliziert. Deswegen werde ich hier auf die Rückwand kleine quadratische Leisten schrauben oder kleben, nageln, was auch immer und dann daran die Seitenwände auch befestigen. Damit gibt es dann hier quasi eine größere Leimfläche und das Ganze sollte wesentlich besser halten. Ich habe mir jetzt hier mal die unteren Böden zurechtgeschnitten, die also das Ganze zum einen wirklich ganz unten abschließen. Das wäre so. Und der zweite Boden kommt an dieser Linie, die ich vorhin gezeichnet habe, mit 4,5 cm. So, das heißt, hier unten wäre jetzt der Bereich, wo der Kasten reinkommt. Das Ganze ist jetzt ungefähr halt noch 4,2 cm hoch. Das ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber da sollen nur wirklich Kleinigkeiten rein. Das heißt, ich hoffe, das passt von der Höhe her.
Und jetzt müssten hier oben also noch die Schrägen rein. Da habe ich mir auch gerade ein Brett zurechtgeschnitten und das wäre jetzt hier so drin. Ich zeige euch das mal von der anderen Seite. Ja, jetzt seht ihr das Ganze nochmal von der Seite. Es liegt jetzt also auf dem Rücken. Hier ist das Fach für den Kasten, der da unten rein soll. Und hier ist die Oberseite. Und hier auf der Rückseite oder auf der Seitenwand seht ihr jetzt die Linien, die eingezeichnet sind für diese schrägen Stiftfächer. Und ich habe mir jetzt hier schon mal einen Boden zurechtgesägt. Und wenn ich den jetzt hier reinhalte, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass 45 Grad doch ziemlich steil sind. Und überlege mir gerade, ob ich das vielleicht doch ein ganz klein bisschen flacher mache. Und dazu habe ich mir jetzt ja auch mal einen Stift geholt. Und wenn ich den jetzt hier in so ein 45-Grad-Fach reinlege, dann verschwindet er tatsächlich auch schon, obwohl der jetzt nicht wirklich kurz ist. Und deswegen habe ich mich jetzt für einen 60-Grad-Winkel entschieden. Das sind die ursprünglichen 45 Grad. Das war mir zu steil. Deswegen jetzt das Ganze ein bisschen flacher. Und wenn dann hier die Stifte drin liegen, dann schauen die auch leicht raus und man kann sie leichter rausnehmen. Und die gleichen 60 Grad trage ich nochmal auf zwei kleine Brettchen auf, was die Mittelwände werden. Denn das soll in der Breite nicht einfach sein, sondern drei Fächer nebeneinander. Und deswegen brauche ich natürlich zwei Zwischenwände. So, hier habe ich jetzt die senkrechten Zwischenwände, also die beiden Wände, die hier so in dem Ganzen stehen werden oder hängen oder wie auch immer. Und dann sind das hier die waagerechten Bretter. Und das Ganze muss ich ja jetzt irgendwie miteinander kombinieren. Und da habe ich mir jetzt hier Markierungen gemacht, genau in der Mitte, also das Ganze in drei gleich große Teile geteilt. Und das werde ich jetzt hier auf der Seite auch noch übertragen und werde das jeweils hälftig einsägen. Also ich säge zum einen hier in die Hälfte rein und zur anderen Seite von hinten dann hier zur Hälfte rein, damit ich das Ganze dann zusammenstecken kann. Das ist der Plan. Habe ich so auch noch nie gemacht, deswegen werde ich jetzt einfach mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Und wenn, dann ist dieses Grundgerüst quasi in sich erstmal stabil oder hält zumindest erstmal soweit zusammen und dann kann ich das Ganze noch mit dem restlichen Korpus verbinden. Diese Linien sind von der Kante aus jetzt hier mit 60 Grad aufgetragen. Wenn ich das Ganze um 90 Grad drehe, dann entspricht das hier der Kreissägeblatt mit einer Einstellung von 30 Grad Neigung und ich kann es hier einsägen. Damit habe ich jetzt hier meine drei Schnitte bis zur Hälfte, also bis zur Mitte des Brettes. Jetzt brauche ich noch die drei Gegenschnitte und dann, ja, schauen wir mal, ob es zusammenpasst. Okay, straff geht's, aber das ist ja an sich nichts Schlechtes. Es geht ein bisschen sehr straff. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen nachgeschliffen, das heißt, die sehen nicht mehr ganz perfekt aus, sind aber dafür ein bisschen größer. Und jetzt sollte das Ganze eigentlich noch besser zusammenpassen. Oder überhaupt erstmal zusammenpassen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Und die andere Seite. So, jetzt ist das hier vorne erstmal soweit bündig. Und jetzt muss nur der dritte Boden noch reinpassen. So, das sieht schon mal gut aus. Und hier habe ich die Fächer, wo dann die Stifte drin liegen können.
Ja, und wenn man ohne Plan baut, dann passiert sowas, dass jetzt hier diese Ecken stehen, die brauche ich ja überhaupt nicht. Das erklärt auch, warum der eine Boden nicht eingesägt war, weil ich den ursprünglich gar nicht einsägen wollte. Und dann aber wieder natürlich gedacht habe, ich habe irgendwas falsch gemacht, habe es noch eingesägt und es war falsch, siehe da. Die Ecken hier müssen natürlich weg, das heißt, ich schneide mir so einen Boden nochmal. Und der kommt dann von unten nur an diese schrägen Wände ran, ist aber unten geschlossen, denn hier in dieses Fach, da soll ja was stehen und da stören natürlich diese Ecken. Das Innenleben habe ich jetzt ein bisschen überarbeitet. Zum einen hat das Ganze jetzt hier runde Ecken oder keine Ecken mehr, sondern eben Rundungen, genauso wie die Seitenwände, damit es auch schön passt. Und zum anderen ist hier diese Ecke, die ihr auch gerade gesehen habt, verschwunden. Das heißt, auch der dritte Boden unten, der abschließende, ist weg, weil der hier natürlich nicht mehr sinnvoll verbunden werden kann. Und das Ganze wird dann hier so eingebaut. Und dann habe ich hier den Abschluss, also den Boden, der dann unten rankommt und der das Ganze abschließt, sodass das untere Fach, dass man da gut reingreifen kann und dass eben hier nichts sichtbar ist, sondern dass das eine geschlossene Ebene ist. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich das Ganze am besten verbinde, denn wenn ich jetzt hier diese dünnen 3 mm Platten einfach aufeinander leime, senkrecht, das ist natürlich nicht sehr stabil. Und wie ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt habe, mit Nageln und so ist alles bei 3 mm nicht ganz ideal. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so kleine Leisten zurecht gemacht. Die sind auch wieder mit diesem 60-Grad-Winkel abgeschrägt und die kann ich jetzt nutzen, um das Ganze zusammenzubauen. Ich habe jetzt noch keinen komplett genauen Plan, wie ich das Ganze und vor allen Dingen, wo ich diese Teile hinklebe. Aber der Grundgedanke ist auf jeden Fall, dass ich das Ganze hier an die Seitenwand anbringe und damit dann wesentlich mehr Klebefläche zwischen dieser Wand und diesem Boden hier habe, weil das Ganze halt dann so miteinander mit dieser kleinen Leiste verleimt wird. Und das gleiche gilt auch für die Rückwand. Deswegen sind diese Fächer hier auch nicht bis ganz hinten. Da sind ja eh Stifte drin. Das heißt, die Stifte werden da nie durchfallen. Und es kann sich aber hinten dann in diesem Winkel, in diesem spitzen Winkel, kein Müll sammeln und kein Staub, weil der einfach durchfällt. Und zum anderen kann ich dadurch hier Leisten anbringen, die dann die Rückwand mit der Seitenwand oder mit den Seitenwänden verbindet. Um das Ganze hier unten auch besser verleimen zu können und auch Stabilität zu geben, hier soll ja auch noch der Kasten rein, habe ich mir hier solche Leisten aus Buche-Leimholz geschnitten, denn das ist ja auch Buche-Sperrholz. Und das Ganze ist 5 mm dick und das kommt hier rein, wird also mit der Rückwand verklebt, mit der Seitenwand. Und dann habe ich hier rundherum 3 mm Rand, also sowohl hier unten als auch hier vorn. Und das nutze ich, um hier den Boden einzubringen. Das heißt, ich schnappe mir hier mal die eine Fläche. Und dann kann die hier bündig einverleimt werden. Auf der anderen Seite kommt natürlich auch so ein Bucheteil hin. Das ist jetzt hier. Und dann kann ich den zweiten Boden, der ja hier noch rein soll, einfach auf diese Bucheleisten aufleimen. Natürlich auch mit der Wand verbinden, aber dann ist es hier unten wesentlich stabiler. Und ich habe auch einen gleichmäßigen, genau exakten Abstand von diesen beiden Böden und kann dann hier den Schubkasten einbauen. Und da ich das Restholzbuche jetzt eh gerade in der Hand hatte, habe ich auch beschlossen, ich werde die Fichtenleisten hier weglassen, also nicht weglassen, sondern ersetzen, ebenfalls aus Buche. Dann ist das alles in Buche und sieht schicker aus. Ja, und damit kann ich jetzt schon mal anfangen zu verleimen. Und zwar diese zwei etwas längeren Leisten hier, die kommen auf die Rückwand, ungefähr an diese Position, sogar ziemlich genau an diese Position. Und die beiden Seitenteile, da werde ich unten schon mal dieses kleine Brettchen anleimen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, der erste Verleimrunde ist vorbei. Ich habe hier zum einen diese beiden Bretter unten angeleimt, wo dann die beiden Böden befestigt werden. Zum anderen habe ich jetzt auf beiden Seiten diese kleinen Leisten mit angeleimt, wo dann das Innenleben drauf sitzt. Und das ist die Rückwand, wo hier links und rechts diese beiden kleinen Leisten sind. Und das werde ich jetzt erstmal miteinander verleimen, zusammen mit den zwei Böden hier unten rein. Die Platten selbst werden natürlich auch alle mit verleimt.
Aber der Gedanke war ja, dass das eventuell nicht reichte. Deswegen gibt es jetzt hier diese kleinen Holzeinlagen. So, als erstes werde ich jetzt versuchen, hier ganz dünn Leim drauf zu tragen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber ich habe gerade keine andere. Und das Ganze auf der anderen Seite nochmal. So, das ist jetzt schon mal gut festgeklemmt. Das funktioniert ganz gut auf dem Tisch und jetzt kann ich die Böden einleimen. Aber vorher mache ich noch ein bisschen Leimreste weg. Nachdem ich die ganzen Zwinge jetzt abgemacht habe, ist das der momentane Stand. Also das ist ziemlich stabil. Ich kann das an jedem Bauteil anfassen, ohne dass das Ganze auseinanderfällt. Das ist ja schon mal sehr gut. Und ja, von der Rückseite sieht das Ganze so hier aus. Passt also alles auch soweit. Und was jetzt noch fehlt, ist natürlich zum einen das Innenleben und zum anderen der Kasten. Und das Innenleben ist ja schon fertig. Das heißt, das kann ich jetzt hier mal reinsetzen. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Das sieht gut aus. Das ist bündig. Und es liegt alles drin. Hier fehlt natürlich jetzt noch der letzte Boden, der dritte. Einziges Problem ist, dass hier jetzt ein ziemlicher Spalt drin ist. Also das sitzt soweit locker, aber wenn ich das hier reinsetze, dann ja, habe ich hier einen Spalt. Auf der anderen Seite schließt das perfekt. Das heißt, da muss ich mir jetzt irgendwas überlegen, dass ich das Ganze doch noch verleime und verzwinge, dass das dann am Ende natürlich so hier aussieht. Ja, der Grund, warum ich jetzt den Boden hier, also die untere Platte nicht gleich mit eingeleimt habe, ist, dass ich erstmal schauen wollte, wie das Ganze aussieht, ob das am Ende auch alles passt. Denn blöd ist es, wenn man das jetzt alles schon mit anleimt an die Seitenwand und dann feststellt, dass irgendwie ein halber Zentimeter fehlt. Und es wäre nicht das erste Mal, deswegen habe ich jetzt erstmal nur das Notwendigste gemacht und schaue jetzt erstmal, dass das alles passt, dass diese Fächer hier oben richtig sitzen. Und dann kann ich jetzt ganz entspannt den Boden hier einlegen und mir genau anzeichnen, wo ich diese beiden Leisten anleime, worauf dann dieser Boden gelegt wird, beziehungsweise auch angeleimt wird. Denn ich denke, ich hatte ja überlegt, ob ich das so mache, dass man diese Fächer rausziehen kann. Aber dadurch, dass jetzt hier oben das so absteht und so weiter, muss ich das wahrscheinlich eh komplett verleimen. Und dann kann ich auch gleich alles richtig miteinander verleimen. Dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass das auch wirklich längerfristig hält. Im heutigen Video gibt es nicht sonderlich viele Perspektivwechsel. Es findet alles hier mehr oder weniger auf dieser Ecke meiner Werkbank statt. Aber ich wollte euch trotzdem gerne nochmal den aktuellen Status zeigen. Das Ganze ist jetzt verleimt, also dieses Raster hier oben, der zusätzliche Boden und auch die kleinen Leisten, die den Boden von unten nochmal mithalten sollen, nochmal mehr Leimfläche geben sollen. Und das Ganze lasse ich jetzt erstmal liegen, bis der Leim soweit fertig ist. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir, wie ich hier möglichst einfach einen Kasten reinbekommen. Der Kasten muss nichts groß aushalten, der bekommt auch keine Schienen oder ähnliches, sondern der wird wirklich ganz einfach.
Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, den Kasten komplett aus Buchesperrholz zu machen, sondern direkt aus Buche. Ich hatte noch hier so eine Leiste rumstehen, die ist ungefähr 1 Zentimeter dick und ich glaube ungefähr 1 Meter lang war sie am Anfang. Und ich habe mir jetzt hier einfach ein paar Teile zurecht gesägt und werde da so einen Rahmen basteln, der da unten reinpasst. Ich habe überlegt, ob ich das mit einer Nut mache und den Boden einfräse und so weiter, aber da verliere ich nur unnötig Höhe, sondern ich werde dann das Ganze den Boden einfach von unten aufnageln und habe dann einfach so einen wirklich ganz einfachen Kasten. Der bekommt vorne dann noch eine Blende und dann ja, ist der Kasten fertig. Das ist der Plan. Das werde ich jetzt schnell umsetzen. Der Kasten ist jetzt fertig. Ich habe jetzt ja auch schon Leim drauf gemacht, fange jetzt aber nochmal von vorne an zu erzählen, weil die Kamera gerade ausgegangen ist. Der Kasten passt hier rein, der lässt sich auch super rein und rausschieben und der bekommt jetzt eine Blende wieder aus dem Buche-Sperrholz. Und ja, das mache ich erstmal. Und während das Ganze dann hier trocknet, der Leim, überlege ich mir, wie ich das mit dem Griff mache, denn da habe ich noch keine Idee. Die Blende vom Kasten ist jetzt immer noch mit diesen kleinen Verglasungsklötzchen hier eingespannt, damit der Abstand überall genau 1 Zentimeter ist. Und ich habe jetzt hier in der Mitte schon mal ein Loch gebohrt, wo der Griff ran kann. Und ich habe mich dazu entschieden, das Ganze auch aus Buche zu machen, damit eben das Ganze jetzt aus Buche ist. Und das ist einfach nur aus dem Rundstab oder von einem Rundstab ein Stück abgeschnitten, vorne das Ganze ein bisschen rund geschliffen und der kommt jetzt da einfach ganz stumpf drauf. Der Kasten geht ja ganz leicht, da muss man also nicht groß hintergreifen können oder da wahnsinnige Lasten bewegen. Deswegen sollte so ein kleines Stück Buche hier, Rundholz, auch gut funktionieren. Wie gesagt, Loch ist gebohrt, hier ist die Schraube, jetzt möchte ich das gerne anschrauben. So, da ist der Griff jetzt auch dran. Wie ihr seht, habe ich hier an die Front nochmal zwei Klemmen rangemacht. Links und rechts oben hat sich die Front ein bisschen nach oben, ja, gewellt irgendwie. Das heißt, die Klemmen lasse ich jetzt nochmal kurz dran. Bevor ich das jetzt mit nach Hause nehme und euch dann nochmal kurz zeige, wie es in Benutzung aussieht, hier nochmal ein kurzer Überblick. Hier oben sind in erster Linie 9 Fächer für Stifte. Mein Sohn zeichnet sehr gern und braucht einfach eine Aufbewahrungsmöglichkeit für sein ganzes Zeichenequipment und also für die Stifte in erster Linie. Das wird sicherlich noch sehr reichlich sein. Das heißt, ein paar Fächer bleiben vielleicht auch leer, aber das wird sich mit der Zeit sicherlich geben. Hier unten das große Fach, da soll unter anderem der Locher rein und noch ein bisschen anderer Kleinkram. Und hier in das Fach, da kann man dann zum Beispiel so kleine Radiergummi oder irgendwelche Ersatzminen oder ähnliches unterbringen. Und ja, ich hatte ein bisschen Grauen davor, das zu bauen, weil das halt so sehr dünnes Holz ist und ich mag lieber so mit Balken und irgendwie dann doch stärkeren Latten irgendwas bauen. Aber so kleines filigranes Zeug ist, glaube ich, nicht so ganz meins. Aber nichtsdestotrotz ist es besser geworden, als ich gedacht habe. Der Kasten funktioniert ziemlich gut und ja, ansonsten bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden. Jetzt aber der Sprung nach Hause und dann sehen wir uns nochmal ganz kurz hier. Hier seht ihr jetzt den fertig gebauten Stifthalter oder Organisator, wie auch immer. Und da sind jetzt jede Menge Stifte drin für verschiedene Zwecke und Anwendungen. Und unten hatte ich ja schon gesagt, da soll der Locher rein. Da ist jetzt hier noch so ein kleiner Klammeraffe dabei und ein Spitzer drin.
Und hier in dem Fach, da ist jetzt auch schon provisorisch mal was drin, nämlich so ein Faltminenstift mit dicken Kohlestiften oder Kohleminen und ein Radiergummi. Und das wird sich sicherlich im Laufe der Zeit noch ändern, beziehungsweise ein bisschen umräumen, aber so sieht das Ganze erstmal in Benutzung aus. Was ich in der Werkstatt noch sagen wollte, aber vergessen habe, ist, dass das Ganze natürlich noch unbehandelt ist. Das heißt, das ist das Buchesperrholz, wie es aus dem Baumarkt kam. Und da darf sich jetzt mein Sohn austoben und das nach Herzenslust gestalten. Deswegen habe ich das nicht gemacht, habe es auch nicht geölt, weil wenn er es dann irgendwie doch lackieren will oder anmalen will mit was auch immer, dann würde das schlechter gehen. Deswegen habe ich das einfach so gelassen und es ist jetzt seiner Kreativität überlassen. Und nochmal ganz kurz zurück in der Werkstatt. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Chaos beseitigen und dann überlege ich mir, was ich nächste Woche Schönes baue. Wenn ihr Ideen habt oder irgendwelche Vorschläge, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, genauso wie eure Meinung zum heutigen Projekt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder pünktlich 9:30 Uhr. Macht's gut. Ciao.